Hallo Leute, heute ist der 13.01.2019, 2020. Ich habe mich an das 20 noch immer nicht gewöhnt, wo schon fast ein Monat rum ist. Oder mitten im Monat sind wir gerade und ich will noch immer 19 sagen, aber es ist schon 2020. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe, aber naja. Ich habe seit Tagen stark mit Blasenkrämpfen zu tun. Ich habe ja einen Bauchdeckenkatheter. Das heißt, das Röhrchen, das den Harn abführt, führt durch meine Bauchdecke zur Blase und kommt, oder umgekehrt, von der Blase zur Bauchdecke und kommt da raus. Und da hängt ein Sack dran, wo es reinläuft oder wo ein Unterdruck erzeugt wird, dass es reingesaugt wird. Das ist eine eklige Erklärung, aber ich habe halt den Katheter, weil ich durch die MS eine Blasenstörung habe. Und ich habe jetzt einen heparinisierten Katheter drinnen, das haben wir schon mal probiert. Da ist aber extrem viel Blut gekommen, weil das Heparin blutverdünnend ist und das haben wir nach kurzer Zeit aufgegeben, weil immer so viel geblutet hat. Und beim letzten Wechseln war ich in Melk im Spital und der Urologe hatte nur einen Heparin-besetzten Katheter und hat keine normalen da gehabt. Und hat mir deswegen einen heparinisierten Katheter eingesetzt. Bluten tut es jetzt nicht, aber meine Blase wehrt sich gegen den Schlauch. Das heißt, ich habe alle paar Minuten Blaskrämpfe. Ich hätte zwar heute die Möglichkeit gehabt, Katheter zu wechseln, es wäre aber ohne Antibiotika-Einnahme zuvor gewesen. Und das bin ich mein eigener Feind und mache das ohne, dass ich vorher Antibiotika nehme, weil das ziemlich weh tut, da ich ja nach einer chronischen Entzündung leide. Und wenn ich Antibiotika nehme, nimmt die Entzündung zumindest ein bisschen ab und es tut dann nicht ganz so weh. Aber deswegen habe ich mich heute dagegen entschieden, das heute zu machen und komme deswegen nächste Woche dran und selbst. Und macht mich jetzt schon ziemlich fertig, dass ständig der Unterleib krampft, weil das bis in die Füße reingeht, in die Oberschenkel, bis auf die Nieren, bis auf die Eierstöcke und den ganzen Unterbauch. Wenn das den ganzen Tag so klein dran krampft, dann es tut zwar nicht extrem weh, aber es tut einfach jetzt schon alles weh. Und das ist einfach blöd, weil nichts so wirklich dagegen hilft. Ich würde hier gern baden gehen, aber ich kann bei uns nicht in die Badewanne. Weil ein bisschen warmes Wasser würde das vielleicht ein bisschen leichter machen, aber ich habe es auch schon mit dem Thermoform probiert. Aber das macht es nicht besser. Da wehrt sich die Blase noch mehr dagegen. Es ist in dem Sinn wie ein Organ, das abgestoßen wird. So wird dieser Plastikschlauch vom Körper auch bekämpft. Dieser Silikonschlauch, der in die Blase. Und das ist einfach erstmal anstrengend. Jetzt tut meine Oberschenkel bis zu den Knien weh. Und von den Knien bis zu den Unterschenkeln zieht es auch. Ich stelle alle paar Minuten meine Füße um, weil ich das nicht aushalte. Das ist wie Krämpfe. Und meine linke Niere tut auch weh heute.
Und ist der meiste Urin landet halt in der Inkontinenzversorgung und nicht im Katheter, weil der Katheter nicht so gut saugt, dass die Blase leer ist. Und bei jedem Husten, den ich habe, leert sich die Blase wieder. Und das ist halt blöd. Ich mache es jetzt immer mit Einlagen, wie bei der Regel. Aber das sollte auch nicht 100% sicher sein. An ganz schlimmen Tagen habe ich so eine Art Windel. Das ist eine Inkontinenzversorgung. Das ist so ein Höschen wie eine Windel halt, nur ohne Öffnungen, nur für die Füße. Also nicht zum Kleben, zum Zukleben, sondern einfach zum Anziehen, die Schlupfhose. Und die fängt den Urin auf. Aber das habe ich eben selten an, weil mir das peinlich ist. Weil man das halt auch sieht unter der Hose. Und ja, das ist mir aber sehr peinlich und ich erzähle es jetzt hier, weil ich mir nicht viel dabei denke, aber es ist halt notwendig. Ich kann auch nichts dafür, also. Sonst geht es mir so mittelmäßig. Ich bin psychisch nicht so gut beieinander. Ich bin auch ziemlich blass momentan. Bis auf die roten Flecken. Die habe ich gestern gemeint. Hier habe ich noch einen mit Esser. Einen großen Fleck. Aber da ist jetzt nichts mehr drin. Das ist gestern rausgegangen. Ich kratze es mir halt ständig auf. Und diese Flecken hier, die sind von der Bürste, von der Gesichtsreinigungsbürste, etwas gerötet. Aber die Haut im Gesamten ist weich und rein oder gereinigt. Und es sind nicht so viele tote Hautschüppchen im Gesicht. Was die Hautreinigung ja doch begünstigt und auf dieser Seite habe ich fast keine Mitesser mehr, außer am Mund. Aber ja, ich bin halt ziemlich schwarz, weil es mit meinem Kreislauf ja nicht gut geht. Und ich muss heute am Abend zu Hause essen, weil ich noch immer Husten von meinem Bronchitis habe. Was die dann macht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich CRP messen und Antibiotika geben, wenn er zu hoch ist. Wenn der CRP nicht erhöht ist, so ein Entzündungswert, dann weiß ich nicht, was sie tut. Oder gibt sie mir noch Schleimlöser oder Hustensaft oder keine Ahnung. Aber Antibiotika werde ich nur bekommen, wenn der CRP erhöht ist. Weil das sowieso den Zucker durcheinander bringt und das nicht unbedingt sein muss, wenn der CRP nicht erhöht ist. Und ich möchte auch auf Antibiotika verzichten, wenn es nicht notwendig ist. Also ich möchte das mit dir besprechen und wünsche mir halt keine Antibiotika. Obwohl ich jetzt dann für die Blase sowas nehmen muss. Aber das ist wieder ein eigenes Antibiotika aus der dritten Generation. Das wirkt sich auch auf den Zucker aus, aber es wirkt gegen die Blasenentzündung und macht halt diesen Prozess des Wechsels schmerzloser. Aber das muss ich frühestens 3 Tage vor dem Wechseln anfangen. Und wenn ich jetzt grundsätzlich wieder Antibiotika anfangen muss, muss ich es wieder über eine Woche nehmen und das ist halt nicht gut für den Zucker. Und
für mich körperlich natürlich auch nicht, weil es die Leber angreift und ja, alles nicht so ideal momentan. Aber ich brodel noch mal die ganze Zeit, das hört man auch am Mikro, dass es so raschelt, wenn ich rede und wenn ich huste und wenn ich atme. Ich höre das. Und das ist halt nicht gut, das sollte schon langsam weg sein, weil Weihnachten ist jetzt doch schon eine ganze Weile her. Und schon langsam wird es halt Zeit, dass der Husten auch geht. Aber ja, kann man nichts machen. Mein Hund pinkelt die ganze Zeit draußen hin. Heute schon zum vierten Mal. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Er hat draußen sein Hundeklo. Aber er macht die ganze Zeit daneben hin, obwohl es frisch ist. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Aber es nervt schon langsam. Ich muss es ja nicht wegtragen, weil ich mich nicht drunter beugen kann. Aber meine Eltern geht es am Kick. Und er ist einfach grundlos so genervt oder spinnt herum wie und ist beleidigt, weil er eingesperrt ist bei mir und macht deswegen die ganze Zeit neben seinem Puppy-Betty. Das Hundefroh heißt so. Und das ist halt ziemlich nervig, wenn man die ganze aufwischt. Das ist auch nicht gut, wenn der Boden ist. Der Laminator liegt, der hebt sich halt dort, wo Wasser eindringt. Und es wird jetzt im Büro hier der Boden ausgetauscht. Aber bald werden sie ihn im Wohnzimmer auch austauschen müssen, weil er eben überall hinpinkelt und sich der Boden dadurch hebt. Und sich der Belag löst. Aber ich bekomme hier herein Vinylblick und der ist wasserdicht. Und da kann er so oft drauf pinkeln, wie er will. Das macht den Boden nicht kaputt. Das ist die beste Lösung, wenn man einen Hund oder eine Katze hat, die nicht stubenrein ist. Ist auch nicht so viel teurer als normaler Laminat. Genauso wie es meinem Hund momentan geht, genervt und gestresst und zickig, so fühle ich mich im Moment auch. Ich bin irgendwie nicht glücklich, kann aber auch nicht zuordnen, warum nicht. Und ja, ich kann mich nicht auf den Tag konzentrieren und so in meinen Gedanken. Und ich stresse alles, was dazu kommt. Und ich habe aber auch keinen Antrieb, mehr zu tun, als nötig ist. Es ist einfach blöd momentan. Ich bin im Februar wieder beim Rasperger, also bei meinem Vater. Und da werden wir das Antidepressive wieder holen, das Effektiv weiter runterschrauben. Obwohl ich momentan nicht weiß, was wirklich gut ist. Weil das Antidepressive erscheint nicht zu wirken. Es geht mir nicht total schlecht, aber es geht mir einfach auch nicht. Das ist so, es wird momentan alles so sinnlos. Es ist mir schon viel schlechter gegangen, psychisch, aber es ist mir auch schon um einiges besser gegangen. Und das ist einfach, ich bin einfach nicht glücklich mit der Situation und kann aber nicht sagen, mit was nicht.
fühle mich ausgeschlossen, weil die Tür immer zu ist. Innen unten. Schauen aber eh, dass sie zu viele Minuten dauern. Und Charlie raussperren. Aber Charlie tut mir auch leid, weil er muss den ganzen Tag im Voraus liegen und warten, dass er reingeholt wird. Und er möchte auch teilhaben am Familienleben. Ist alles nicht so einfach. Na gut, ich verabschiede mich jetzt. Sind schon 15 Minuten. Wenn ihr mir das Video seht, ich wünsche euch alles Gute. Ciao, eure Ines.